aus München, wir haben Leute aus Mailand, Werbeprofis, und die beurteilen, ohne zu wissen, von welcher Agentur die Einreichung ist, nach Kreativitätskriterien. Es wird mit Punkten bewertet, und was ganz wichtig ist, das Ganze ist auch unter notareller Aufsicht, damit es da keine Probleme gibt. Ganz besonders schön ist es zu sehen, mit über 500 Einreichungen ist das nämlich eine richtige Arbeit, und wir sind sehr dankbar, dass wir da doch über 20 hochrangige Persönlichkeiten für die Jury gewinnen konnten, die sich da 1,5 Tage Zeit nehmen dafür. Also man kann was aus seinem Talent machen, aber richtig lernen kann man es nicht. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles verloren ist. Ich bin der Meinung, jedes Lebewesen, das auf die Welt kommt, ist hochkreativ. Das Problem ist eher, dass wir im Laufe unseres Lebens Kreativität verlernen. Das geht sehr wohl. Es gibt sicherlich ein Handwerkzeug, wie man mit Kreativität umgeht, wie man sich selbst zu kreativer Leistung bringt. Aber ich glaube, so ein bisschen ein Grundtalent, kreativ zu sein, muss schon vorhanden sein. Kreativität ist eigentlich für mich nichts anderes als Probleme auf spannende Art zu lösen und Ziele zu erreichen. In gewisser Weise kann man es lernen, in gewisser Weise braucht man natürlich Talent dafür. Kein Geld zu haben kann wirklich beflügeln. Ja, also es gibt bei uns ganz viele Arbeiten, die großartig geworden sind, obwohl wir kein Geld hatten. Mit Geld macht man es leichter als ohne Geld, aber das heißt nicht, dass eine teure Werbekampagne Qualität haben muss. Nein, wirkt sich nicht aus auf die Qualität, auf die Kreativität sowieso nicht. Ich bin der Meinung, je weniger Budget, umso kreativer muss man halt sein. Wenn das jetzt Unternehmen hören, die Werbung machen, die sagen dann einfach, okay, ich kürze jetzt das Budget und bekomme noch kreativere Werbung. Ja, die werden sich freuen, ja, wenn man mich jetzt so 1:1 nimmt, da habe ich mir jetzt ein schönes Eigentor geschossen. Stimmt schon. Allerdings, man muss dann Abstriche machen bei der Umsetzung, zum Beispiel bei der Produktion, was ja dann nichts mehr hat, nichts zu tun hat mit der Kreativität. Ich finde, eine gute Idee, ein guter Insight oder einfach wirklich eine schlaue Problemlösung ist für mich immer das Wichtigste. Also schönes Design, schöne Aufmachung, professionelle Einreichung ist für mich irgendwie zweitrangig. Sobald ich sehe, dass irgendwie wirklich eine Idee dahinter steckt, hat es bei mir schon eine bessere Bewertung. Also ganz wichtig ist, dass die Einreicher in der Lage sind, in möglichst kurzer Form dem Jurymitglied aufzuzeigen, worum es geht. Viele Einreicher machen den Fehler, dass sie viel zu kompliziert sind und vergessen, dass ja viele Jurymitglieder vielleicht das Projekt an sich gar nicht kennen. Grundsätzlich habe ich schon einen Tipp. Ja, versucht nicht, die Sachen besser zu machen, versucht die Sachen anders zu machen. Also es ist der beste Geheimtrick, den ich jetzt so rausposaune: Wenn man etwas sieht, was man ganz toll findet, gibt es viele, die den Fehler machen, oh, das mache ich jetzt noch besser, und das ist der falsche Weg. Wenn man etwas sieht, was ganz toll ist, muss man sagen, das ist super, ich mache es jetzt total anders.